Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Wochenabschluss im Oktober. Das ist der vorletzte, ja, normale Wochenabschluss. Der nächste Wochenabschluss wird dann entsprechend auch der Monatsabschluss sein. Da ja, ziehe ich dann immer noch die paar Tage entweder ab oder mit dazu, damit das Ganze dann passt. Ja, diese Woche, diesen Monat, diese Woche kam dann doch nochmal die eine oder andere ungewollte und ungeplante Ausgabe dazu. Aber gut, dafür sind die Thinking Funds ja da. Also bei den Lebensmitteln war ich regulär einkaufen und ich habe jetzt noch 50 Euro übrig. Also ich habe 45 Euro ausgegeben. Das muss jetzt für die restlichen Tage noch reichen. Damit muss ich dann jetzt hinkommen. Dann habe ich in der Kategorie Gesundheit nochmal Geld ausgegeben. Aber dadurch, dass ich ja hier kein Geld mehr habe, muss ich hier auf meinen Puffer zurückgreifen. Beziehungsweise den habe ich dann wieder aufgestockt. Erzähle ich gleich. Also, Gesundheit habe ich insgesamt 55 Euro ausgegeben, aber wie gesagt, der ist auch schon wieder ausgeglichen. Von daher belasse ich es hier bei den 0 Euro. Katzenfutter habe ich noch nicht bestellt, muss ich aber jetzt auch unbedingt bald machen. Dann bin ich nochmal tanken gewesen für insgesamt 70 Euro. Das passt ganz gut, denn jetzt habe ich noch 200 Euro übrig. Dann habe ich aus der Kategorie Freizeit ausnahmsweise mal Geld ausgegeben. Ich bin nämlich in Siegburg tauchen gewesen, in dem Tauchcenter. Da kann man oder hat man die Möglichkeit, bis auf 20 Meter zu tauchen. Das Ganze hat mich 50 Euro gekostet. Und was soll ich sagen? Ich musste nochmal Geld fürs Auto ausgeben, denn ich bin, wann bin ich denn zur Arbeit gefahren? Am Freitag. Und dann ging Bing wieder irgendeine Meldung an von wegen Abblendlicht vorne links defekt. Bin dann noch nachmittags in die Werkstatt gefahren. Hab dann aber, normalerweise bin ich da kein Fan von, dass da Sachen instand gesetzt werden, die jetzt noch nicht unbedingt sein müssen. Aber bei Leuchtmitteln, wie ja der korrekte Begriff dafür ist, bin ich da ein bisschen anderer Meinung, denn ich hätte euch Brief und Siegel gegeben, dass dann in spätestens 4 Wochen das zweite Birnchen kaputt gegangen wäre. Und deswegen habe ich die Werkstatt gebeten, direkt auch die andere Seite zu tauschen. Das heißt, die haben halt beide Birnchen getauscht und ja, dann kam halt noch ein bisschen Arbeitslohne drauf. Das waren aber dann trotzdem mit Geld für die Kaffeekasse 50 Euro, was ich aus meinem Sinking Fund bezahlt habe. Und ja, was soll ich sagen? Teuer. Also insgesamt habe ich diese Woche 270 Euro ausgegeben. So, dann habe ich auch noch die ein oder anderen Einnahme. Und zwar habe ich noch eine Kleinigkeit verkauft. Eine Handyhülle, die ganze Zeit nur in meiner Schublade gelegen hat, die ich gar nicht mehr, also die ich eigentlich noch nie benutzt habe, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich bin jetzt hier bei 70 Euro. Ja, 76. Dann habe ich Dividenden bekommen. Das waren insgesamt 15,28 Euro. Der Oktober ist dahingehend echt ein guter Monat. 86 und 4 Cent plus sonstiges. Und das ist auch das, wo ich das meiste Geld davon oder wo ich das wieder mit ausgeglichen habe, weil mein Puffer hat ja schon echt ein bisschen gelitten jetzt. Und ich muss eigentlich zusehen, dass ich den wieder ein bisschen aufbaue auf dem Girokonto, dass das Ganze passt mit Back-to-Bank etc., dass ich dann nicht ins Minus gehe. Ja. Deswegen habe ich das direkt ausgeglichen. Also hier neuer Stand 156,04 Euro. Und diese Woche dazugekommen sind insgesamt 88,78 Euro. So, wir kümmern uns zuerst um das Kleingeld. Moment. Das sind insgesamt 7,10 Euro. Und ich habe, wenn ich richtig gezählt habe, sind das jetzt noch 15 Felder. Fünfmal male ich jetzt an. Das heißt, ich habe nur noch 10 Felder übrig. Und mit dem Kleingeld fülle ich aus. Ich habe vorher schon mal ein bisschen rumgerechnet. Das ist mit den geraden, ungeraden Beträgen schon mal ein bisschen. Muss man dann schauen, dass es passt. Also die 1,64, die 1,62, die 1,13 Euro. Dann haben wir die Lücke auch schon mal zu. 1,20 Euro. Da ist nur ein Feld. Dann haben wir noch die 1,51 Euro. So. Habe ich richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt. Hoffe, ich habe keins übersehen.
Kaugummi hier immer mein Regal zu. Okay, meine ich das nur oder habe ich diesmal weniger Münzen? Aber okay, es sind ja auch 44 Euro weniger für die Challenge. Ich glaube, das macht dann doch einiges aus. Das war das Kleingeld. Dann schauen wir mal gerade hier. Ein bisschen was ist ja dann doch liegen geblieben, die restlichen. Ich habe schon die 50 Euro rausgenommen. Somit ist hier der Binder jetzt schon komplett leer. Und ich habe noch 15 Euro. Und dann schauen wir mal. Also ich denke, hier in meiner Hello Fall Challenge kommt auf jeden Fall noch ein Fünfer. Heute ist der 20. Somit habe ich jetzt 10 Euro in der Challenge. Na, wo ist mein Klebestreifen? Ach, hier habe ich ja gar keinen. Ja, guten Morgen. So, da kommen 5 Euro rein. Und jetzt muss ich mal überlegen. Also Handy brennt jetzt im Moment nicht. Ich habe zwar zwischenzeitlich nochmal überlegt, aber das Upgrade wäre ja jetzt auch nicht oder wird ja jetzt auch nicht so stark ins Gewicht fallen. Von daher denke ich, werde ich die 10 Euro ins Depot packen, sodass ich nächsten Monat wieder ein bisschen mehr investieren kann. Also was heißt ein bisschen mehr? Ich habe ja noch Geld auf dem Verrechnungskonto, was auf jeden Fall investiert wird. Dadurch, dass ich aber die 250 Euro für das Depot im Moment in die Reisekasse packe und auch, wenn sich daran nichts ändert, nächsten Monat das Ganze wieder so mache, aber das schaue ich dann, wenn Geld auf dem Konto ist, dann plane ich ja erst das Monatsbudget. Ja, sehe ich dann doch zu, dass wenn den Monat über noch ein bisschen was reinkommt, der ein oder andere Euro, dass dann auch eben was ins Depot reinkommt, damit das nicht ganz so stockt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe noch keine Flüge gebucht für Thailand. Also Thailand ist ja geplant für Anfang Februar, aber ich habe noch nichts gebucht, was das angeht. Ich muss da jetzt nochmal ein bisschen vertieft in die Recherche gehen. Aber dadurch, dass ich jetzt auch mit der These, mit den Interviews beschäftigt bin, das startet jetzt auch nächste Woche. Ach ja, das ist im Moment alles irgendwie ein bisschen viel auf einmal, aber deswegen ist es auch besonders wichtig, dass ich zwischendurch mich eben dann mal für einen Ausgleich zwinge und genauso war es dann eben auch, als ich tauchen gegangen bin. Das ist dann eben ja dann auch ein Ausgleich, weil man zwangsläufig mal mit anderen Dingen beschäftigt ist. Ich habe auch schon ein neues Budgetbuch für nächstes Jahr angefangen und habe schon angefangen, das zu gestalten. Aber ja, wir schauen mal, ob wir das so lassen. Ist ja auch ein bisschen hin. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal angefangen. So, wie läuft euer Oktober bisher? Ich hoffe doch gut und dass ihr nicht die ein oder andere Zusatzausgabe habt, mit der ihr am Anfang nicht gerechnet habt. Und natürlich, klar, wenn ihr sie habt, dass ihr auf jeden Fall ein Sinking Fund habt, worauf ihr zurückgreifen könnt. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.